Frage an euch. Halloren Cookie Dough Half-Baked Brownie Pralinen. Original. Neu steht hier oben drauf. Sind sie neu? Ja oder nein? Jetzt wird manch einer sagen, kenne ich nicht, die sind neu. Dann wird manch einer sagen, nee, die sind nicht neu. Und manch einer sagt, irgendwie sind sie neu, aber irgendwie sind sie es auch nicht. Und im Supermarkt dachte ich mir so, ja Mann, ey, die sind neu, steht ja auch drauf. Und ich kenne sie auch nicht. Und dann aber irgendwie zu Hause, Brownie, irgendwie doch geguckt. Oh, dieser Foodlove, ganz toller Typ übrigens, er hat schon mal ein Video gemacht zu diesen Halloren Cookie Dough Half-Baked Brownie. Aber da war die Packung rot. Oder war sie blau? Nee, sie war rot, glaube ich. Und jetzt ist sie lila und da steht neu drauf. Es ist also die Frage, sind sie wirklich neu? Haben sie vielleicht die Rezeptur verändert? Weil sie sich wahrscheinlich, die Leute von Halloren, dieses Video von diesem Foodlove angeguckt haben, gesehen, oh, Foodlove mag die nicht. Wir machen die jetzt nochmal neu. Haben sie gemacht, aber nicht die Rezeptur geändert. Sie haben einfach nur die Packung verändert und ein neues Neu drauf geklatscht, vielleicht um es zur Weihnachtssaison nochmal neu zu vermarkten. Ich weiß den Grund nicht. Ich habe es mir angeschaut. Exakt die gleichen Nährwerte, exakt die gleichen Zutaten. Es sind vermutlich genau die gleichen Pralinen. Wieso sie das Design und so weiter geändert haben, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Deswegen ist dieses Video hier irgendwo überflüssig, aber ich wollte euch einfach nur zeigen, was manchmal im Supermarkt passiert, dass einem eben Sachen untergejubelt werden, die irgendwie gar nicht so wirklich neu sind. Das hat man wirklich ganz oft, gerade bei so Süßigkeitenherstellern, da wird auch etwas oft als neu verkauft, weil einfach die Packung verkleinert wird. Wie scheiße dreist muss man eigentlich sein, ne? Das hat man übrigens auch öfter bei Brand News, da sind manchmal Sachen drin, wo da neu, weil Brand News, neue Sachen, das sind aber manchmal nur Sachen, wo die Packung einfach irgendwie geändert wurde, die Packungsgröße und so weiter. Das ist natürlich streng genommen irgendwo neu, aber streng genommen auch irgendwo einfach Beschiss. Und meiner Meinung nach zumindest. Und hier ist das jetzt so ähnlich. Ich werde jetzt trotzdem hier nochmal eine öffnen und sie probieren. Es sind Pralinen mit Schoko-Rührkuchenteigfüllung 45%. Wir haben sogar 16% Butter drin, was sehr, sehr fein ist. Und es ist interessanterweise so, es gibt ja von denen hier auch die Cookie Dough Pralinen, es gibt die Lemon Cake und es gibt auch die Sorten als Tafeln. Und ich fand die Tafeln immer besser als die Pralinen. Gerade die Brownie und die Cookie Dough, die waren beide super lecker. Diese Pralinen selbst mochte ich gar nicht so. 30% Vollmilchschokolade, wie gesagt Zucker, dann kommen 16% Butter, das ist hochwertig, das muss man sagen, das ist eine schöne Zutat, das findet man eigentlich fast nirgendwo mehr, dass man richtig Butter drin hat. Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Weizenmehl ist drin, starken Öl ist Kakaopulver, Glukosesirup, Zucker, Rohr, Melasse, Invertzuckersirup, natürliches Aroma. Hier oben eben die Zutaten und die Nährwerte habt ihr einmal. Hier 527 Kilokalorien Fett. Zucker, 43 Gramm Zucker und ein bisschen Eiweiß. Ja, komisch, verrückt eigentlich das Ganze. Also heißt verrückt, aber erwähnenswert. Das ist die, warum haben sie die Farbe geändert? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht genau. Wir werden jetzt mal hier einen rausnehmen. Die sehen auch noch genauso aus wie vorher. Ich habe hier ein kleines Brettchen, da muss ich mal eben durchschneiden. Und man muss sagen, geil sehen sie aus. Das sieht so richtig fudgy aus und so richtig half-baked. Das passt schon so vom Optischen her und auch vom Namen her. Es riecht super schokoladig. Es ist sehr schokoladig, aber, und das ist das große Problem bei denen, man hat übrigens hier, könnt ihr sehen, außen Vollmilch. Und unten ist die zartbitter, seht ihr, das ist dunkler. Das Problem an denen ist, ich finde die Füllung zu weich. Es ist kein richtiger Keksteig, es ist eher so eine Kekscreme. Seht ihr, das ist einfach viel zu weich. Ist ganz leicht salzig sogar die Füllung. Und was mich auch ein bisschen wundert, dass diese Butternote nicht so richtig durchkommt. 16% Butter ist jetzt nicht wenig, ist jetzt auch nicht, wer weiß wie viel. Wird vermutlich von dem doch recht intensiven Kakaogeschmack etwas überdeckt. Aber es ist irgendwie komisch, dass das nicht mehr durchkommt. Oh, ich muss mal gerade sitzen. Okay, die Rückenschmerzen. Ich finde es irgendwie merkwürdig. Ja. Es gibt Leute, die feiern die total ab. Es gibt Leute wie mich, die jetzt nicht total abfeiern.
Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, der elementar wichtig ist. Interessieren sie euch grundsätzlich, dann bitte holt sie euch einfach. Denn nur weil ich sie nicht mag, heißt es noch lange nicht, dass sie euch nicht auch schmecken. Das heißt nicht mag. Die schmecken süß, schokoladig. Aber ich finde, da würde mehr möglich sein. Und so richtig nach Brownie schmeckt es auch nicht. So dieser Teiggeschmack. Ein Brownie muss ja irgendwo nicht nur Kakaogeschmack haben, Butter und Zucker, sondern es muss irgendwie auch ein Teiggeschmack da sein. Und das ist alles nicht da. Liegt ja halt auch daran, dass wir eben außen viel Füllung haben. Aber selbst innen drin hat man nicht, wenn man diese Creme Pour isst, hat man keinen richtigen Brownie-Geschmack. Und das ist einfach ein bisschen schade. Da müssen sie mehr Mehl reinmachen, das Ganze ein bisschen dichter, kompakter machen. Es wäre irgendwie geiler, dass man dann auch nicht so nur so eine komische Creme hat. Meiner Meinung nach. Falls ihr es schon mal probiert habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare eure Meinung. In die Kommentare eure Meinung in die Kommentare. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao.